Oh, Toni, das schaffen wir nie. Manchmal frage ich mich, ob es wirklich eine gute Idee ist, sie nach Elysium mitzunehmen. Ihre Manieren sind ja wirklich nicht die besten. Ich finde, Toni sieht immer sehr mega motiviert aus. Die sieht so... Oh, ich bin mit der Maus auf dem Nippel. Die sieht immer sehr motiviert aus. Huhu, Schnutzelbärchi. Was hatten wir zum Thema Schnutzelbärchi gesagt? Dass sie eine cholerische Pestnatter ist, dafür aber einen knackigen Hintern hat. Ich wollte zwar darauf hinaus, dass du mir keine Kosenamen geben sollst, aber trotzdem, gute Antwort. So, hast du eine Ahnung, was mit Lotto passiert ist? Ja, wenn wir das mal wüssten. Huch, sie sieht irgendwie noch so anders aus, ne? So, die sieht jünger aus, vielleicht nicht ganz so genervt, wie zu dem Zeitpunkt, als zwischen den beiden schon Schluss war. Ich weiß es nicht, sie sieht jünger aus. Nicht so verbraucht, wie in den anderen drei, die Bohnen ja teilen, in den vorherigen drei. Jetzt sieht sie frischer aus. Hast du eine Ahnung, was mit Lotto passiert ist? Nun, er hat sich ein wenig verhoben. Ich sag ja, sowas kann böse enden. Aber du verlangst trotzdem immer wieder, dass ich den Müll rausbringe. Ich meinte das bildlich. Moment. Du warst das? Warum? Er hat ein paar hässliche Dinge gesagt. Hässliches Entlein hässlich oder deine Mutter hässlich? Vielleicht hat es doch den Falschen getroffen. Die ist immer so. Oh, wegen der Kristallgläser, das will ich gar nicht erzählen. Du wirst nicht glauben, was heute schon alles los war. Keine Brände oder Explosionen? Nein. Gibt es Verwundete oder Brandopfer? Tiere zählen auch dazu. Nichts von alledem. Tja, dann hast du recht. Ich glaub's dir nicht. Oh nein, was hast du jetzt wieder angestellt? Nichts. Wieso? Wir spielen das Spiel übrigens gerade für Leute auf YouTube, ne? Wir spielen das Spiel gerade als Live-LP, deswegen frage ich mal ganz kurz in den Chat, wen findet ihr eigentlich, hat mich immer interessiert, auch damals schon, wen findet ihr eigentlich, sagen wir mal in Anführungszeichen, hotter? Goal oder Toni? Das würde mich mal interessieren. Wer ist so eher die Frau, wo man sagt, oder die Besten, wer ist die Bessere, weißt du schon, Goal oder Toni? Team Goal oder Team Toni? So, ich frag mal weiter. Ich muss dir unbedingt von meinem Traum erzählen. Hat das nicht Zeit, bis wir verschwunden sind? Tja, vielleicht, ja. Jedenfalls war da sowas von abgefahren. Ich glaube, wir sind gerade bei 80% Toni. Ein paar Goals lese ich dazwischen, aber wir haben um die 80% grob, sagen wir 75% haben wir Toni drin. So. Ich hatte es fast bis nach Elysium geschafft. Aber dann ist dir deine Menschenliebe dazwischen gekommen. Das erzählst du immer, wenn deine Pläne scheitern. Aber diesmal war es wirklich so. Du meinst in deinem Traum. Ach ja, sorry. Es war nur alles so realistisch. Wenn du dir das nächste Mal unsicher bist, sobald einer deiner Pläne realistisch wirkt, ist es hochwahrscheinlich ein Traum. Okay, vielleicht ist auch die Umfrage gerade davon beeinflusst, dass hier so ein halber C-Cup raushängt. Das kann natürlich auch sein. Vielleicht ist das ein schlechter Zeitpunkt, danach zu fragen. Man weiß es nicht genau. So. Der Organon wollte Deponia sprengen. Ha, aber den habe ich gezeigt, wo der Wombat die Locken hat. Vielleicht ist das ein Ausdruck von unterdrücktem Selbsthass. Ich meine ja nur, weil du auch immer alles in die Luft springst. Selbsthass? Ich? Mich? Blödsinn. Ich bin super. Wobei es schon verwunderlich ist, dass in meinem Traum alle Organons Klone von mir waren. Keine weiteren Fragen. Ich finde übrigens, die hotteste aus Deponia, aus der Trilogie, war Goons Frau. Das sage ich jetzt natürlich, vielleicht bin ich ja ein bisschen beeinflusst, aber natürlich war das die hotteste. Ja, das war, seine Frau war die hotteste. So. Wir hatten uns Wir hatten uns getrennt. Oh, oh. Ja, davon träume ich auch öfter. Endlich mal eine Woche ohne Brände in der Küche. Naja, also ganz so war es ja nicht. Irgendwie habe ich ja trotzdem noch bei dir gewohnt. Ah, ein Albtraum also. Ich habe eine Elysianerin kennengelernt. Eine echte Orbit-Elfe. Ist das eine Art Retourkutsche, weil ich immer von Cowboy Dodo träume? Du träumst von Cowboy Dodo? Jede Frau träumt von Cowboy Dodo. Ja, hast recht. Also, in meinem Traum kam er, glaube ich, auch vor. Muss ich mir etwa Sorgen machen? Ja, es war nicht diese Art von Traum. Haha, ganz im Gegenteil. Es war ein ihm gehörig den Arschversohl-Traum. Hä? Am Ende habe ich mein Leben für die Rettung Deponias geopfert. Haha, ausgerechnet du. Warum nicht? Muss ich dich daran erinnern, wie ich mein Lymphsystem der medizinischen Forschung gespendet habe? Das zählt nicht. Die wollten es nur haben, um zu verstehen, wie du den Spaghetti da reinbekommen hast. Außerdem hast du es nicht aus Menschenliebe getan, sondern für ein Abo der Chirurgenwoche. Mich interessieren nur die Artikel, ehrlich.
Schließlich war ich alt. Und überall war alles voller Schnee. Ich dachte, du hast dich geopfert. Ja, stimmt. Das haut irgendwie nicht hin. Also, ich muss überlebt haben. Aber zu welchem Preis? Alles war so hoffnungslos kaputt und dreckig und im Eimer, dass ich schließlich Deponia in die Luft gesprengt habe. Das muss der mit Abstand krasseste und längste Albtraum der Welt gewesen sein. Ich weiß nicht. Unsere Beziehung hält ja jetzt auch schon wieder recht lange. Du hast meine Träume noch nie verstanden. Und je mehr du erzählst, umso stolzer bin ich drauf. Um nochmal auf meinen Traum. Nein, der Ballon ist startklar. Wir müssen erstmal das mit dem Kristallgläsern, das müssen wir zuerst mal beichten. Wegen deiner Kristallgläser. Ach ja, die muss ich ja auch noch einpacken. Hast du die Knickerfolie besorgt? Ja, schon, aber... Aber... Können wir die Gläser nicht einfach? Ich lasse hier noch Platz für die Gläser. Um die Gläser kann ich mich doch... Ja? Um die Gläser kann ich mich doch kümmern. Oh, Rufus. Das hatten wir doch schon. Das ist eine Aufgabe, die deinen Fähigkeiten einfach nicht entspricht. Wie meinst du das? Na ja, du wirst sie kaputt machen. Das ist doch Unsinn. Und selbst wenn, würde ich einen Weg finden, das wieder ungeschehen zu machen. Du willst immer das Unmögliche, aber deine Finger an meinen Gläsern, da ist die Grenze. Verstanden? Ach, da ist die Grenze. Sonst gehen die Finger aber überall. Ich verstehe. Ich habe ganz vergessen, können wir die Gläser nicht hier... Können wir die Gläser nicht einfach hier lassen? Wollen wir diese Diskussion wirklich noch einmal führen? Ich gebe hier viel auf. Und alles für die verschwindend kleine Chance, dass du uns entgegen aller Wahrscheinlichkeit nach Elysium bringst. Die einzige Bedingung... Ich will die Gläser meiner Großmutter mitnehmen. Ich sag ja nur, es ist ein langer Weg. Nicht, dass ihnen was passiert. Du sagtest, es sei sicher. Ist es ja auch. Aber ein kleines Restrisiko lässt sich eben nicht ausschließen. Und auf Elysium haben sie sicher auch ganz hervorragende Großmuttergläser. Ich komme entweder mit den Gläsern oder gar nicht. Ich will das hier nicht anklicken. Ich will das hier nicht anklicken. Ich will nicht neben Lotti in der Gasse sitzen und Rufina heißen. Ich habe ganz vergessen, dass ich noch Platz für die Gläser schaffen wollte. Setz dich doch ruhig so lange wieder hin, okay? Aber beeil dich. Oh, Gott sei Dank. Ich dachte, dieser Teil von Deponia ist jetzt zu Ende. Weißt du, was ich noch mache? Wir speichern jetzt mal. Der Anfang hört sich immer an wie zurück in die Zukunft. Das ist doch bestimmt gewollt. So. Okay, Toni. Huhu, Schnutzel. Schnutzelbärchen, also folgendes. Wegen deiner Kristallgläser. Ach ja, die muss ich ja auch noch einpacken. Ja, das musst du wohl. Schön. Alter, wie oft lecken die noch an ihrem Papier? Hast du die Knickerfolie besorgt? Ja, schon, aber... Das Problem ist... Die Gläser sind kaputt gegangen. Oh, oh. Ich weiß, dass du nur einen Witz machst, weil dir ja bewusst sein dürfte, dass unsere Beziehung an diesen Gläsern hängt, sowie deine Fähigkeit, ohne Schnabeltasse zu trinken. Stimmt, reingefallen. Es sollte nur ein Witz sein. Ein lustiger. Nicht lustig. Nicht lustiger Scherz, genau. Nichtlustig.de. So, okay, ja, dann hat ja gut funktioniert. So, wieso baut die dann weiter an ihrer... das ist doch keine Zigarette, was die sich baut. Das ist eine Sportzigarette. Wobei, in der Größe ist das eher eine Mordzigarette, wie das Ding aussieht. Wir haben den Stromumkehrer. Das ist Plörre. Okay, Kusch, können wir das mitnehmen? Das lasse ich lieber hier. Ich kann mir bei aller Liebe keine Situation vorstellen, in der man so einen Quatsch gebrauchen könnte. Ach doch, das kann man. Okay, ich gehe mal hier. Entschuldigung, ich gehe mal zum... Warte, halt, nein, Dorfkern. Ich wollte nochmal zurückgehen gerade. Warte. Ich gucke nochmal ganz kurz. Haben wir hier noch irgendwas? Nö. Okay. Na gut, dann gehen wir nochmal zurück. Okay, Freunde. Faulobst legen. Eine Überlegung, die ich hatte. Es ist total mega ekelhaft. Aber...
Wie geil das übrigens ist bei dem Lied im Hintergrund, ne? Wenn man genau hinhört, dann werden einige Instrumente sind Teller, so normale Essteller. Ich will nicht. Du sollst also einen Rattenmann darstellen. Eigentlich nicht. Da habe ich genau das Richtige für dich. Was machen Sie denn da? Der hält doch so gar nicht. Stimmt. Der Plan braucht noch ein wenig Feinschliff. Ich bin sofort zurück. Und weh, du verkriechst dich in der Kanalisation. Aber ich dachte, die Hautfetzen, da ist doch noch Blut und Fleisch dran. Das, wenn man das lang genug ans Gesicht trocknet, dann verhärtet das doch, oder? Und krustet dann so fest. Das müsste eigentlich gehen. Wir brauchen Kleber. Ich sehe es ein, wir brauchen Kleber. Kann ich vielleicht mit dem Glas hier dran nehmen, ne? Entweder in beiden Fällen. Ja. Okay, das funktioniert nicht so gut. Was können wir denn hier noch? Okay, wir haben eine Menge Möglichkeiten. Rattenmann, da ist ein Schild. Faulobst legen. Das reinste Faul. Das kennen wir. Na dann, Ach ja. Nein, haben wir nicht. Wir haben keinen Gegner. Was ist das? Ein Grill. Die Grillstationen gehen aus, sobald ich in die Nähe komme. Das kann nur eins bedeuten. Ich bin noch cooler als angenommen. Wenn die Grills ausgehen, sobald wir in die Nähe kommen, können wir vielleicht was drauflegen, zum Beispiel ein Bart, um das Blut eben knusprig zu gestalten. Das erinnert mich an meinen Crashkurs Grillen für Grenzgänger. Zu schade, dass er gecrashed ist. Oh Gott. Okay, wenn's... Alles auf Rot. Aber Rufus, du brauchst hier keinen Einsatz. Nur einen Gegner. Und anschließend vielleicht Pflaster für die Bisswunden. Und das soll ein Spiel sein? Klingt wie meine Beziehung mit Toni. Schön. Okay, ich dachte mir, ich probiere einfach mal alles mit allem, aber das wird natürlich nicht funktionieren wie bei Edna, sondern wir probieren einfach mal ein paar Gegenstände aus. Alles auf Rot. Aber okay, na gut, okay, wir brauchen noch irgendwas Längliches, was wir hier reinstecken können. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, was das um Gottes Willen sein könnte. Vielleicht können wir Lotto fragen. Der Lotto. Den Lotto könnte man doch fragen, ob der was weiß, was man hier vielleicht reinschieben kann, was er nicht mehr braucht. Vielleicht hat er was übrig. Ich weiß es nicht. Lass uns mal zum Stadttor gehen. Und lass uns mal eben den Stromumkehrer. Das ist wieder das Tellergeräusch. Voll geil. Eine Flaschenbürste. In meinem Zimmer habe ich tatsächlich Flaschen, denen bereits Haare wachsen. Mist. Verdammt. Ja, wir kommen da nicht schnell genug dran. Schade. Okay. Wir gehen mal ganz kurz zur Kreuzung, da fangen sie wieder an zu spielen. Ich wollte zum Nilbot. Der Nilbot. Da gehen wir mal ganz kurz dran. So, ich öffne die Tür. Ich öffne die Klappe. Wir packen das Ding irgendwo rein. Das könnte passen. Aber wie rum? Ach, wird schon nicht so wichtig sein. Silbert Mount, nehm dich zurück. Genieß die coole Atmo, Mann. Hey, gleich beim ersten Versuch. Ich habe offenbar eine Glückssträhne. Aus dem Nilbot wird also der Chillbot, Stromumkehrer. Wir können ihn wahrscheinlich rausnehmen und drüben wieder einsetzen. Hier mal ein Glas. Eiswürfelspender. Danke, Mann. Das war echt nötig. Schön. Ich glaube, wir müssen uns später das Schmilzt doch bestimmen. Diese störrischen Eiswürfel wollen einfach nicht schmelzen. Die werden sowas von schmelzen, mein lieber Freund. Nee, der ist für die Ewigkeit eingerastet. Nein, ich wollte das rausnehmen. Fach rechts. Wir brauchen noch einen, glaube ich. So, Tür und raus. Wir haben Eiswürfel. Eiswürfel. Es gibt ja nur eine Sache, die zu heiß ist. Und das ist June. Okay, natürlich. Warte mal. Und ich probiere mal. Eiswürfel grillen macht ja wenig Sinn, aber vielleicht können wir... Nee, das geht nicht, ne? Na toll. Sie sind einfach in den Grill gepurzelt. So bekomme ich die Kartoffel niemals abgekühlt. No, haben wir aber zumindest mal probiert. Okay. Autsch! Diese räudige Erdfrucht glüht noch. Ich muss sie irgendwie abkühlen. Was passiert, wenn wir die Kartoffel vielleicht rausnehmen und hier reinpacken, das Eis dann da reinpacken? Früher habe ich immer Kartoffelastronauten gebastelt. Ich glaube, ich hätte es noch drauf. Ja, dann mach doch. Ich glaube... Kartoffelastronauten, das geht auf jeden Fall nicht. Mit dem Glas, die Kartoffel wird wahrscheinlich auch nicht funktionieren, oder? Es stimmt wohl, was man sagt. Wenn dir das Leben
eine Kartoffel schenkt, hast du eine Kartoffel. Wow, das ist so deep, Rufus. Das ist einfach so deep. Wow, Und deep ist The Dark Project. Mit dem Strohhalm reinstechen und runternehmen. Es stimmt wohl. Ja. Aber wieso geht denn mit dem Bügel, hätte ich jetzt vermutet, dass das vielleicht gehen könnte? Wir brauchen Eiswürfel. Mit Eiswürfeln können wir das nicht machen. Wir können Eiswürfel da irgendwie reinkriegen, aber die Frage ist, wie? Sobald wir jetzt gehen, funktioniert es nicht mehr? Ja, streck dich mal ruhig. Ich hol mal neue Eiswürfel. Ne, dann haben wir haben dann auf jeden Fall dieses geile Lied einfach mit den Tellern im Hintergrund. Ich feiere das, aus irgendeinem Grund feiere ich das viel zu sehr. So. Auf zum Chillbot. Können wir eigentlich da durchs Fenster einsteigen bei der Hütte? Bei Bernard und Bianca. So, einmal ganz kurz wieder auffüllen. Das war echt nötig. Okay. Ciao. Jetzt haben wir ein Glas mit Eiswürfeln, die nicht schmelzen wollen. Das Glas auf den Grill stellen geht nicht, weil die Eiswürfel sofort reingeschmissen werden. Ihm müssen wir irgendwas zeigen, was ihm beweist, dass wir toll sind. Und wir müssen doch irgendwie hinkriegen, dass die Band weiterspielt, damit wir den Flaschenreiniger kriegen. Das müssen wir noch irgendwie hinkriegen. Kartoffelhalbiermaschine. Wir müssen die Folienkartoffel abkühlen. Er schläft wieder ein. Das wird nur nicht funktionieren. Weil ich Tonis Gläser heilen lassen wollte, bin ich noch lange nicht zur Zimperliese geworden. Okay. Kleber brauchen wir auch noch irgendwoher. Vielleicht den Honigspender, aber da haben wir ja auch nichts. Wachsschublade. Können wir damit irgendwas anfangen mit der Wachsschublade? Vielleicht mit dem Bart da reinstopfen. Obwohl, ich probiere es einfach mal. Einfach mal hören, was er sagt. Entweder in beiden Fällen sollte... Okay, er sagt immer das Gleiche. Okay. So. Probieren wir mal weiter aus zum Stadttor. Können wir da vielleicht... Wir kombinieren mal wieder irgendwelche random Dinge, einfach nur um zu hören, was Rufus so sagt. Wenn man jetzt mit dem Bügel das Gewehr klauen. Finger weg. Die verleihe ich nur... Ach, Benno. Okay. Wenn wir hier vielleicht... Was soll das sein? Etwas, das mich als Großwildjäger ausweist, vielleicht? In deinen Träumen. Naja, die sind in letzter Zeit ziemlich präzise. Okay. Den Flaschenrein... Wir müssen irgendwie die Band zum Spielen kriegen. Das heißt, wir müssen hier irgendwie den Lampion ankriegen, damit die Noten gelesen werden können. Wir brauchen hier drin... Glühwürmchen, weil eine Glühbirne kriegen wir nicht hin. Hier sind noch irgendwelche Viecher. Aber die kriegen wir nicht, die sind immer weg. Okay. Die fangen immer erst an zu spielen, wenn wir kommen. Die Grillstationen gehen aus, sobald ich in die Nähe komme. Das kann nur eins bedeuten. Ich bin noch cooler als angenommen. Wenn wir das Glas vielleicht auf diesen Grill stellen. Und jetzt weggehen. Halt hier hin. Hui, dann haben wir ein Glas Wasser. Aha, ein Glas Wasser. Unglaublich, was man in diesem Restaurant anstellen muss, um ein Glas Wasser zu bekommen. Okay, jetzt ist die Frage natürlich, was machen wir mit einem Glas Wasser? Brauchten wir für irgendwas Wasser? Ich glaube nicht, ne? Achso, das ist die Kartoffelhalbiermaschine. Können wir da... Nö, da brauchen wir Kartoffeln erstmal. Können wir da nicht irgendwas... Da können wir nichts reinstecken. Okay, da brauchen wir noch irgendwas, einen Abfüllschlauch oder irgendwas. Der Honigspender. Er braucht den Bart. Können wir den vielleicht... Dazu fällt mir gerade voll der Hammerspruch ein. Leider hat er schon einen Bart. Okay, der Bügel geht Dazu nicht mit dem Bart. Ich dachte, vielleicht kann er den dann irgendwie hinten über den Kopf ziehen oder so. Das funktioniert nicht. Strohhalm zurechtbiegen wird auch nicht funktionieren. Stimmt, da sind noch Krümel im Bart. Nein, doch nur Bartschuppen. Dazu fehlt mir gerade leider. Okay, Bart. Wenn ich wollen würde, dass meine Sachen nass werden, müsste ich sie nicht im Mantel tragen. Okay, ich probiere einfach mal random Sachen aus wieder. Nur weil ich Tonis... Okay. Probieren wir mal was anderes. Professor Rufus präsentiert das Wunder des Wärmeaustauschs. Austauschs. Geil.
Nice, so wird's gemacht, Freunde. Jetzt haben wir die Folienkartoffel. Jetzt haben wir eine Kartoffel ohne Folie wahrscheinlich und eine Folie. Ein bisschen fettig, aber sonst noch ganz brauchbar. Da können wir uns einen Hut draus machen. Chemtrails! Die Kartoffel sieht aus wie ein... Die Kartoffel sieht aus wie... Diese Kartoffel sieht aus, als ob die schon mal... Ja. Ich könnte mich den ganzen Tag an Kartoffeln satt sehen. Könnte. Konjunktiv. Okay, Kartoffel in die Halbiermaschine hinein. Und dann... Ich weiß nicht, ob es richtig ist. Wir haben zwei Kartoffelhälften. Es ist ja unglaublich, wir haben zwei Kartoffelhälften. Ich könnte mich den ganzen Tag... Ja. Könnte. Konjunktiv. Ja, ja, ja. Zwei Kartoffelhälften. Okay, zwei Kartoffelhälften. Können wir da nicht Ohrhörer draus machen? Früher habe ich immer Kartoffelastronauten gebastelt. Ja, das wussten wir. Ich glaube, ich hätte es noch drauf. Ja, dann... Gibt das jetzt eine Sagte ich Kartoffelastronauten? Ich meinte Ohrenschützer. Hab ich doch gesagt. Hab ich doch gesagt. Ob ich damit endlich den Bastlerpreis gewinne? Bislang haben sie meine Einsendungen immer kommentarlos zurückgeschickt. Oder was davon übrig war. Okay, wir haben Ohrenschützer, aber ich glaube, das wird mit dem Bart dazu nicht... Dazu fällt mir gerade leider... Nein, das passt nicht. Okay, hier noch irgendwie zu... Das muss ich nicht für... Jetzt! Ja, nicht für später einpacken? Okay. Wir haben Ohrenschützer. Für irgendwas werden wir die noch brauchen. Jetzt momentan... Ah, vielleicht können wir dem jungen Mann die Ohrenschützer geben... Ihm hier, wegen der Band. Dann können die uns den Song vorspielen, oder? Sind das etwa Ohrenschützer? Ja! Wow! Ha. Danke! Du kannst dir gar nicht vorstellen, wie sehr mir das Gedudel der Band da drüben auf den Sack geht. Nice. Und jetzt können die uns doch den Song vorspielen. Kommt schon! Spielt Rudis Zahn-OP! Rudi! Rudi! Ja. Ihr habt's gehört, Jungs! Unser Publikum verlangt nach Rudi! Ja! A one, a two, a one, two, three, and the number after three! Ja! Okay, jetzt will ich was hören. Bitte mit Text! Bitte lass das Lied Text haben! Rudi, Rudi, deine Zahn-OP. Rudi, Rudi, aua, das tut weh. Backenzahn, Backenzahn, Alter, guck den Spacken an. Backenzahn, Backenzahn, guck dir mal den Spacken an. Backenzahn, Backenzahn, morgen gleich nach Wacken fahren. Backenzahn, Backenzahn, Rudis Zahn-OP. Yeah, Backenzahn, Backenzahn, Rudi. Backenzahn, Backenzahn, Rudi. Backenzahn, Backenzahn, morgen schnell nach Wacken fahren. Okay, boah, der Song geht ab. Verstehe ich, dass er voll genervt ist von diesem mega aufdringlichen Song. Das ist ja ganz furchtbar. Boah, ich möchte gerne den Song, den möchte ich haben. Aber bitte mit Text. So. Zahn-OP tut mega weh.